Recht herzlich willkommen zur Folge 102 vom Kerbal Space Programm und mit der Version 0.9.0 Beta. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt dann mich doch entschieden, die neueste Version rauszuholen. Ist sehr minimalistisch, aber das ist halt cool in der Karriere. Man sieht jetzt hier, ne, dass es hier nur einfache Dinge gibt. Ich habe natürlich hier immer noch so schöne Sachen, die hier aufgeführt sind. Mission Command und so weiter und so fort. Am schönsten sieht man das halt, dass es einfach gehalten ist. Ist hier, ah, da steht keiner drauf, deswegen geht das jetzt nicht. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal hier ins Briefing und gucken, dass wir was kriegen. Launch a new vessel. Sollten wir machen. Dann wäre ein Rekord von 5000 Metern gefragt. Die Atmosphäre und den Orbit, die 5000 Meter, die können wir eigentlich auch noch dabei nehmen, denke ich. Oder wir nehmen sie nicht dabei. Ne, nehmen wir nicht dabei. Wir fangen erst einfach nur... Nein, es wären zwei Missionen besser auf einmal zu haben. Damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Ne? Genau so ist es. Dann hier rein. Und... Ja, hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Werner von Körmen. Ja, das sind, glaube ich, allgemeine Sachen, die wir jetzt uns nicht... Da haben wir... Jetzt müssen wir nur runter, ne? Wie war das denn? Bild ab, ne? Ja, genau. Dann kommen wir weiter runter. Wir brauchen jetzt eine Rakete, die da hochfliegt. Um diese zwei Sachen zu einzulösen. Warte mal, der holen wir so uns erstmal auf dem Schirm. Gab's, nein, Launch a New Vessel und einfach 5000 Meter. Mehr war das nicht. Das heißt, das können wir so machen. Und dann brauchen wir noch den Fallschirm oben drauf. Der war hier. Um die Sache nachher sicher zu machen, ne? Gut, noch einen Tacken tiefer vielleicht. So, da sind wir passend. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Ach, eine Antenne können wir auch noch drauf machen. Dann wollen wir das doch mal tun. Können wir noch irgendwelche Reports machen? Den hatten wir. Da ist nichts. Das ist jetzt nicht wichtig für uns. Antriebe haben wir jetzt den Feststoff genommen. Und da ist der Tank und da ist das. Sortiert nach Namen und so weiter hier. Dann müssen wir noch hier eine neue Stufe reinmachen, damit der Fallschirm nicht gleich wieder mit aufgeht. Und dann haben wir das Ziel schon erreicht. Ich glaube, das Ding brauchen wir jetzt nicht unbedingt speichern, oder? Ich glaube nicht. Soweit, so gut. Und rein, beziehungsweise nicht rein, sondern auf die Startrampe. Und dann seht ihr, dass die Startrampe noch relativ einfach gehalten ist. Ja, wir haben nicht, wir können das alles erweitern in dem Sinne, ne? Wie ihr seht. Interessanterweise ist jetzt hier wieder die Kerbal-Flagge da und nicht wie auf unserer Rakete auch. Ne, da ist das richtige Logo drauf. Warum die da nicht ist, die sollte da doch auch sein, oder? Naja, nicht schlimm. Unser Ziel ist 5000 Meter erreichen, ne? Also, dann geht's los. 3, 2, 1, go! Gut, sobald wir die Höhe haben, da die erste Sache haben wir ja und gleich kommt die zweite dazu. Überhitzt gerade. 3200. Ja, ist schon erledigt. Ich würde gerne gucken, dass wir aufs Meer kommen. Warum nicht klappt das noch? Crew Report. 100% übermitteln. Geht das? Haben wir da noch Saft für? Sieht so aus, ne? Antenne fährt rein und das hat geklappt. So, nochmal gerade reingeschaut. Ob wir... sag schon, im Wasser landen, ja, dann haben wir ein bisschen mehr Glaube, was wir wieder kriegen, ne? War natürlich gleich 17.000 Meter. Ja. Und zurück. Machen wir den Time Warp an.
Und dann geht's schneller runter. Und nochmal zu dem Dunford Curbin in den letzten Folgen. Die Tastenbelegung war das Problem. Left and Right Bracket hieß das. Nicht das SZ oder das Apostroph. Nee, das war kein Apostroph, das war so ein französisches Accent aigu oder sowas. War es leider nicht belegt, sondern Left Bracket, Right Bracket hieß das. Und deswegen konnte ich nicht zu Dunford wechseln, um ihn zu retten. Aber das kommt ja wieder, weil wir jetzt hier neuen Dingens haben. Neue Version haben und da starten wir gerade nochmal durch, oder? Ja, haben wir jetzt zwei geschafft, das ist doch cool, oder? Kommen jetzt hier gleich runter. Luftgeräusche sind, glaube ich, auch besser dazugekommen. Die gab es vorher nicht in der Form, oder? So, 1500 Meter. Ah, 1000 Meter, da holen wir den Fallschirm raus, denke ich. Dann sollte sich unser Berg drehen. Und langsamer werden. Sieht jetzt aus, als ob er unangespitzt im Boden geht. Und dann schlägt er um. Der hat gerade schon volle Scheibe. Ne? Aber geht schon. Gut. Wir sind schneller gerade. Müssen wir noch was schaffen. 100. Gut, da sind wir gleich unten angekommen. Eingetaucht. Wunderbar. Holen wir alles wieder. Jetzt sind wir nochmal umgekippt. Gut, Recover Vessel. Da kriegen wir jetzt unsere Punkte. Data haben wir gemacht. 5 Punkte drauf. Science haben wir 13 jetzt. Das kriegen wir an Geldern. Und das ist für Jebediah die Reputation. Gut, damit haben wir schon wieder zwei Fälle abgeschlossen. Wir gehen ruhig einmal hier rein und gucken, wie viele Punkte brauchen wir. Basic Rocket Tree. Kostet 5. Also das war ja das, was wir gerade hatten. Und das ist Basic Rocket Tree. Das machen wir doch dann mal weiter. Und als nächstes sind da 8. Achso, das ist da auch dran. 15, 18 und 20. Das heißt, unser nächstes Ziel wäre hier. Wahrscheinlich Liquid Fuel Engine, Landing Struts und Radio Mount. Naja, aber ich glaube, Cones, der Dekuppler, Radial Dekuppler, der wäre mir viel wichtiger. Engine, Fuel Booster und das ist nochmal ein Separatron 1. Also ich bin mehr hier für diese Richtung als nächstes, damit wir Zusatzraketen anbauen können. Hier ist die Kuppler etc. und so fort. Haben wir. Science Archives waren wir jetzt hier, ne? Hat alles prima geklappt. Gut, dann neue Aufträge. Perform Visual Service of Kerbin. Ah, da müssen wir irgendein Ziel erreichen. Auf 18.500 Metern oder drüber. Near Engine Surprise. Das ist der Ort, wo das sein muss, aber... Da haben wir noch so ein Ding. Unterhalb 19.000 Metern Near Dalton Streak. Und hier... Da sollen wir während des Fluges das machen. Na, das können wir auch definitiv machen, weil ein Fallschirm brauchen wir, ne? Ach so, das muss in der Höhe sein bei der Geschwindigkeit. Hm. Was haben wir denn noch? Ach, da die Kuppler. Hm. Da haben wir den TR-18A Stack Decoupler in Flight over Kerbin mal testen. Mir kommt es vor, als ob wir mal das hier erst versuchen sollten. Allerdings sehe ich das mit der Navigation etwas schwierig an. Ja, machen wir den Parachute hier. Kriegen wir den Decoupler da auch noch hin. Ja, da ist die Geschwindigkeit wieder so eine Geschichte für sich, ne?
nehmen mal den Parachute als erstes, komm. Den anderen, den können wir mitnehmen. Und dann nochmal überlegen. So, zurück. Dann müssen wir die Teile bauen. Einbauen. Hier unten sind die MK16 Parachute. MK16 Parachute, den haben wir ja da oben drauf. Das heißt, wir müssen jetzt auf 19.000 Meter hoch, um den zu testen. Dafür müssten wir das abmachen. Und was müssen wir machen? Oh, da gibt es schon einen größeren Tank, der muss bestimmt dazwischen. Und ein Triebwerk brauchen wir auch. Das muss da auch zwischen. Und das muss dazwischen wahrscheinlich. So, ja, aber hier ist noch was schlecht, wenn wir dann die Kappler nicht zwischen haben, ne? Dann können wir das nicht abtrennen, ne? So. Dann brauchen wir eine Stufe hierfür. Und eine Stufe dafür. Der trennt und die zündet. Genau, dann geht's damit nachher weiter. Das sollte so passend sein. Gut. Das nennen wir aber jetzt irgendwie erstmal. Rakete V1. Und Save. So, und die würden wir jetzt starten. Gucken wir, dass wir es hinkriegen. So, stehen auf der Rampe tun wir. Komm schon. So, da ist er. SRS habe ich angemacht. Wir machen den Schub höher und wir starten das Ding mit der Feststoffrakete, richtig? Ja, also 3, 2, 1, go. So, die bringt uns hoffentlich hoch. Und auch hoch genug für die Tests, ne? So. Geschwindigkeiten sind die höhere verlangt, wieder unten. 160 bis 560, die Höhe reicht aber noch nicht. Aber wir kommen gar nicht so hoch. Der Decoupler, den können wir noch nicht testen dann. Ja, das reicht nicht. Weg damit. Das geht fehl. 220 gehen wir mal nicht so schnell voran. 250, 260 Meter die Sekunde. Werden wir schon mal langsamer. Weil wir müssen ja gleich den Fallschirm dann rausholen, ne? Auf 320, da müssen wir aber Schub wegnehmen. Ja, jetzt kommt er runter. Wieder Schub zunehmen. 19.000 haben wir gleich erreicht. Alle Testbedingungen erfüllt. Und da ist der Schirm. So, jetzt drehen wir mal in die Richtung. Und machen das mal gerade fest. Gucken gerade hier auf die Karte. Wir kommen sowieso im Meer runter, also brauchen wir gar nichts machen. Dann sparen wir uns den Kraftstoff. Oh, was ist das? Ah, wir blättern gerade eine Karte rum, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber wir können ja mal gerade noch ein bisschen so machen. Ne? Nicht, dass wir da... sind wir hier durchgeblättert. Da kommen ganz viele. Ich möchte doch nur auf Kerbin zurück. Da ist es.
Ja. Ich glaube, wir müssen da noch mal rüber. Jetzt landen wir doch noch wieder unter uns, Ja, passt. Oder? Doch, ich glaube schon, dass wir eine Wasserlandung hinkriegen jetzt, ne? Ja, sieht danach aus. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Definitiv wird das eine Wasserlandung. Wir hören auch schön die Luft am Fahrzeug, sage ich jetzt mal, vorbeizischen. Gott. 1500, 1000. Und wir machen mal langsamer, damit uns nichts passiert hier. Ja, läuft, ne? Grafikfehler da. 100 haben wir gleich. Das war jetzt 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 und gewassert. Trotzdem kaputt gegangen oder was? Naja. Okay, haben wir es geschafft. Bergen. Gucken wir, was wir erreicht haben. Jo, 8 Punkte, 0,8 Punkte. Geld 35.000 und Jebediah war derjenige, der wieder die Erfahrungspunkte gekriegt hat, ne? Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.